Okay, das heißt, ich muss mich. Das heißt, ich kann die beiden mal freischalten. So, Werkstatt ist gebaut. Kann auch gleich besetzt werden. Und ich kann zwei neue Imps rufen. Sehr gut. Drei Punkte. Hm. Mit drei Punkten kann ich nichts anfangen. Frieden und Beute braucht vier Punkte. Die kriege ich aber gleich sehr leicht zusammen, indem ich Ausrüstung für meine Truppen baue. So. Höllenhunde und Succubi noch mit Waffen ausrüsten. Dann schicke ich die schon mal dahin. Portable auch dahin. Und dann machen wir hier den Durchbruch, dass wir dann Platz für den Kult haben. So, es kommt schon mal ein Arbeiter angerannt. Wow, und wir haben sehr viele Punkte jetzt. Okay, Frieden und Beute. Und Materialien umwandeln. Out of the pit into a hellhole. So, kümmern wir uns erst um die da oben. Und ich hoffe, der Trolledon lässt uns noch in Ruhe. Nein, tut er nicht. Aber er prügelt wenigstens auf meine Arbeit erstmal ein. So. Arbeiter nachproduziert. Jetzt müssen wir warten, dass meine Truppen sich erstmal wieder heilen. Drei Punkte bringen mir nichts. Ich brauche vier. Oh, Höllenhunde. Hallo. Und ein Stufe 3 Succubus. Eine Stufe 3 Succubus. Ich muss ehrlich sagen, meine Truppen müssen gut einstecken. Da ist noch eine Stufe 3 Succubus mit einem Haufen Okkuli. Ah, helfe ich mal ein bisschen nach. Wow, okay, eine Albino-Ratte. Die haut zwar schnell zu, aber trifft so gut fast nicht. Was nur nervig ist, sind die kleinen Helfer leider. So, die haben wir tot gekriegt. Arcanium haben wir jetzt auch. Und ich kann. Heroes are entering your dungeon. Oh, Helden. Baal und Kohorten, kümmert euch mal darum. Oh, und da war eine Rune mal wieder drin, hä? So. Ich habe noch eine Falle übrig. Schicken wir mal wieder Jungs in den Verbrennungsofen. So, hier habt ihr was zum Foltern. Viel Spaß. Mal wieder einen armen Zwerg. Ja. Gut, da kommt Nummer 2 zum Opfern. So. Alle einsatzbereit. Sehr gut. Weg mit denen und dann ist hier auch alles frei für uns. Sehr schön. Dann schicken wir meine beiden Trupps mal wieder los. Materialien besorgen.
Ball porten wir hierher. Auf Stufe 6 kriegen wir es wieder. Einheiten, ja. Auch gut. Wie viele Helden müssen wir eigentlich noch foltern? Ich glaube, ziemlich viele, oder? Ja. 6 Stück. Töten müssen wir noch mehr. Wir kriegen aber auf jeden Fall schon mal einen DC-Point für Überfälle und für Räume gleich. Für Fallen könnten wir uns auch demnächst mal einen holen. Also wir könnten schon mal hier... Na gut, bauen wir hier eben hier mal eine Säurefalle hin. Mit den restlichen Materialien, die wir noch hatten. So, und gleich noch eine Säurefalle dahinter. Und mit den restlichen 5, die Okuli sind alle okay, die sind alle fertig. Dann würde ich mal sagen, wir besorgen uns jetzt auch mal Schätze für die für den dritten Squad. So, einmal haben wir noch eine Einser-Schatzmission hier irgendwo. Ne, das ist die einzige, okay. So, wir haben aber jetzt genug Materialien, um den Kult zu bauen. So, Kult der Verdammten bitte. Ach ja, und auf euch drei können wir eine Foltermarkierung setzen. So. Und da schon mal lang graben. Perfekt. Arcanum ist freigeschalten, aber ich habe jetzt nicht mehr genug Materialien für Sarkanum. Ja, macht nichts. Kann sie ja nachher nochmal losschicken, Materialien besorgen. Jetzt haben wir erstmal Gold. Erst der Dunkelzwerg oder erst Fallen. Fallen könnte ich nämlich die beiden hier freischalten. Nein, erst der Dunkelzwerg. So. Kann ich nämlich jetzt schon mal das dritte Squad planen mit dem Dunkelzwerg, dem Okuli, einem Höllenhund und einem Skelett. So. Und sobald die da wieder verfügbar sind, schicke ich Trupp 2 wieder los. Dungeon Stufe. Ja, als nächstes kann ich die Fallen freischalten. Sehr gut. Dann schicke ich jetzt erst einmal Trupp 2 wieder los. Materialien beschaffen. Ach, und Trupp 1 auch. Können zwar nicht so viele Materialien bunkern. Einheiten beschwören kriegen wir leider nicht hin, weil ich die drei nicht freischalten möchte. Graben. Graben könnte auch ein Problem werden, weil wir sind fast fertig mit Graben. Ich könnte halt hier noch einfach mal aus Jux entlang graben. Hier und hier. Vielleicht reicht das ja. Für Graben. Weil eigentlich müsste ich gar nicht mehr graben. Ball kann noch ein Sprengel rufen. So, hol das mal die Materialien ab. Sobald die ersten Materialien abgeholt wurden, setze ich gleich das Arcanum.
So. Und die zweiten Materialien werden auch gleich geholt und geliefert. Sehr gut. So, kriege ich Graben einigermaßen hin? Naja, nicht ganz. Höchstens das der Raum da oben zählt gleich eine ganze Menge. Weil den grabe ich ja auch mehr oder weniger frei. Ja, doch, der hat auch was gezählt. Okay. So, dann kommt jetzt hier ein Arbeiter hin für 50 mehr Mana. Reine Dungeon-Stufe, dann können wir mehr Imps herbeizaubern. Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon. Helden zum Foltern, sehr schön. Jägerin, Hochelf. Ich dachte jetzt schon, sie hätten eine meiner Einheiten getötet. Weil die da einfach so weiterlatschen. So. Ach ja, Fallen wollte ich freischalten. Wandfallen, genau. So, erste Wandfalle platzieren. Da kann ich leider keine platzieren, aber ich könnte hier eine platzieren. Das heißt, hier kommt nochmal Giftbrühe hin. So, und damit dürfte ich auch verschiedene Fallen gebaut haben. Ich habe doch hier eine Falle platziert. Na, damit jetzt sehe ich erstmal da eine. Jetzt müsste ich aber auch hier eine platzieren können. So. So, Fallen sind fertig. Habe ich auch genug Fallen? Zwei Stück fehlen noch und sieben kann ich insgesamt aktiv haben. Das heißt, bald beschwören wir wieder ein Hühnchen. So, sehr schön. Hühnchen ist fertig. Squad 1 losschicken, damit wir das Gold für Squad 3 zusammenkriegen. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die beiden hier und dann kann ich die restlichen DLCs eigentlich reinpacken, wo immer ich auch möchte. Jo. Auf jeden Fall brauche ich noch ein Vorratslager jetzt erst einmal mit den Materialien, die wir noch übrig haben. Das könnte ich dahin bauen oder ich baue es einfach gegenüber hin. Und hierbei baue ich meine beiden Goldlager noch hin. Dann war's das. So. Baue deinen Dungeon aus. Baue deinen neuen Dungeon aus, bis Samt dir den Angriff befiehlt. Out of the pit. So. Opfern wir mal wieder für Squad 2 einen Schergen. Also einen Imp. Da kommt er wahrscheinlich. Well, child, it's time to dispense some justice. The incoming KBI agents travel with great speed. You must finish up before they get here. Proceed through the emergency doors and smash the four power globes on the other side. Once inside, locate all files with compromising information on the Sovereign and the other noble villains. Then, slaughter every single agent you meet and demolish the archives from top to bottom. Oh, and Hellchild, there is no need to be overly cruel when it comes to the slaughtering and demolishing. Velvet will be watching you closely. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. Das ist wirklich toll, Velvet. Oder Samt, wie er auf Deutsch heißt. So, viel brauche ich nicht mehr graben.